So, willkommen zu dem nächsten Part beim Traumschrein. Berner, können wir nicht... Oh, shit. Oh, shit. Oh, nein. Schatz! Was ist passiert? Das ist eine Spinne. Aha. Eine Spinne, Robert! Aha, ich rumhängen. Ich mutig genug bin, die selber wegzumachen. Da! Ja, das darf man. Bitte, Schatz. Dafür hast du mich geheiratet. Ich meine, dafür habe ich dich geheiratet. Geil. Der Spinnentöter. Mach nie wieder alles kaputt. Oh, die ist runtergefallen. Ja. Ja, genau. Okay. Weil wir sind ja eine... und der Rubine. Wir sind eine... alles befreundet, das ist etwas anderes. Hier. Komm nicht lang runter. Bin ich richtig? Ja, die findest du jetzt eh nicht mehr. Du hast ja auch Karina erhalten, du sollst ein paar Lieder lernen. Was finde ich nicht trotzdem mehr? Danke. Ich habe sie gefunden, die Ocarina. Ja, du hast die Ocarina. Juhu. Ja, aber du hast gesagt, ich werde sie nicht mehr finden. Habe ich das? Ich habe letztes Mal gesagt, du kommst noch nicht dahin. Nein, jetzt, vorhin. Vorhin, vor zwei Sekunden. Da habe ich was zu dir gesagt. Ich weiß nicht, ob du zu mir gesprochen hast, aber es hieß, die wirst du jetzt eh nicht mehr finden. Also, nein, das war nicht an dich gerichtet, das war an Robert gerichtet, wegen der Spinne, weil die jetzt runtergefallen ist. Und jetzt wird er die nicht mehr finden. So ist das. Ja, toll. Hey, Flex. Hallo. So, also, wir waren das letzte Mal Wasser-Wasser-Zeugs da. Und wie geht's, Flex? Ich glaube, ich muss da hin. Also, du hast da etwas anderes. Geh doch mal dahin. Okay. Ich bin da. Conan, wie weit bist du? Werner. Oh mein Gott, stell dir vor, nein. Polly hat, glaube ich, nicht Angst vor Spinnen oder so eine große Spinnenphobie, oder? Doch. Sonst hätte ich jetzt Robert nicht gerufen. Das ist mir. Mir krabbelt es jetzt gerade schon überall, weil ich weiß, die ist nicht tot. Sondern dass die runtergefallen ist. Zwar hinter den Bildschirm, also hinterm Schreibtisch, aber. Meine Beine sind unterm Schreibtisch und ja. Aber Spinnen müssen auch leben und die töten Mücken. Ist mir doch egal, also ich hab lieber Mücken. Was? Ohne Mist, ich hab lieber Mücken. Nicht dein Ernst. Die rotte ich zwar auch raus, aber. Oha, also ich, nein, da bin ich definitiv. Ich liebe 10 Spinnen im Zimmer, die irgendwie. Party feiern als irgendwie Mücken. Wenn ich nichts von denen weiß, die irgendwo sich rumtreiben, wo ich das nicht sehe, dann ist es mir scheißegal. Weil ich weiß wahrscheinlich, wir haben hier so Holzdecke und Wohnzimmer, so Holzwand, so, weil wir ja so einen Dachschräger haben. Da sind bestimmt Millionen drin. Ich will es mir gar nicht ausmalen. Aber das ist mir egal, weil ich die nicht sehe. Gut, wie sich mir Flammenwerfer. Zeigt, dann ist Polen offen hier. Dann ist vorbei. Geil. Ja, also bei dir will ich gar nicht, also wenn ich mit dir mal mitarbeiten müsste, oh mein Gott, wäre auch nicht meins, Werner. Nee, um Gottes Willen. Also das... Ja, Spinnen, Krabben. Da gucke ich mir auch lieber Schlangen oder sowas hier, an. Hier, Spinnen. Das sind keine Spinnen, das sind andere Viecher, weil die haben keine 8 Beine. Aha. Also ja. Es kommt auf die Anzahl Beine drauf an.
Ja, gegen Käfer habe ich nichts. Käfer finde ich süß. Also manche. Gibt auch hässliche Käfer, aber... Mit Käfer habe ich früher mal gespielt. Ja, das glaube ich dir. Also, wir hatten ja letztlich über dein Video diskutiert. Und da war ja irgendwie so ein Mann, der so etwas in die Hände nahm, das aussah wie irgendwie Staub oder so. Und dann waren das aber hunderte irgendwie Spinnen. Boah. Ah, schau mal, da ist ja auch noch so ein Schwein. Okay, können wir jetzt über was Schöneres reden? Ja, die Tautalhühn. Gut, Chef ist, ich habe noch keinen Muscheldetektor. Ach so, ich bin ja der Muscheldetektor. Ah! Oh, hab ich vergessen. Geil, Swarty, geil, Swarty, geil. Geil, geil. Okay, wann hast du brr, brr gemacht? Weil jetzt bin ich rumgelaufen. Ja, brr, 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 brr. Sie hat das eher hier unten gemacht. Da, in der Nähe. Das heißt immer nie da, wo du standest, sondern in der Nähe. In der näheren Umgebung. Okay. Hast du alle Muscheln selber gefunden, Bolle? Kann ich schlecht beantworten, denn... Ich habe natürlich bei Robert auch ein paar Verstecke gesehen. Also, ja. Ich sag mal nein. Okay. Die sind mühsam, diese Gegner da oben. Oh ja. Warum gehen die weg? Wenn du so mal triffst. Aber die sind doof zu treffen. Okay, Romero, geh mal nicht davon aus, dass es jetzt unbedingt immer Schaufeln sein muss. Es kann auch andere Sachen sein, die man macht, damit da so eine Muschel erscheint. Ernst jetzt? So ein Nervgegner. Jetzt hat er deine Bombe weggesprengt. Nein! Doch. Oh Mann. Ernst jetzt? Hey, bist du noch eigentlich bei Trost? Bam, komm, mach. Gut. Hä? Vielleicht passiert doch einfach nichts. Nö. Einmal. Das ist ja süß. Ah, geil. Ja, das ist cool. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Kann ich die wieder wegräumen? Der ist mühsam. Also, mal. Aber war das meine Intention, da reinzuschießen, richtig? Es war ansatzweise richtig. Aber eventuell nicht dieses Loch. Habe ich noch andere Löcher, ja? Da haben wir noch andere Löcher. Ja. There we go. Aber das andere macht gar nichts da. Das ist eine Dekoration. Okay. Ja. Da kann ich rüber. Bolle! Kannst du dich?
Ja. Was kannst du nicht? Ich bin mega die Ab... Ich bin schon mega weit gesprungen mit dem. Was geht jetzt da nicht? Kaputt? Das Spiel trollt mich. Das ist viel zu... Das geht einfach nicht. Okay. Die Supergravitation zieht dich nach unten. Da komme ich nicht durch. Nö. Okay. Okay. Also, was sehen wir jetzt hier? Moment, ich habe noch nicht alles erkundet. Da oben war ich noch nicht und gestorben! Hey, das gibt's nicht. Der regt mich auf. So, danke schön. Da wir haben ein Automat. Ja. Wunderschlüsselloch. Was hat das zu bedeuten? Lustig, der andere. Ja. Schwimmen kann ich ja nicht. Oder noch nicht. Warte mal. Was wurde uns letztes Mal gesagt? Glaube. Wasserfall, 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 ja, 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 ja. Wasser, Wasser, Wasserfall. Erinnerung, hilf. Aber du hast nicht auch was anderes gesagt. Nee, nicht das. Sag du, sagst. Durstwüste, sagt er. Aha. Aber der andere hat gesagt Wasserfall. Nix ein Glöckchen. Ja, ja, das da ist ja auch das Schloss. Aber vielleicht, aha, müssen wir bei der Durstwüste was machen, um den Schlüssel zu bekommen. Okay. Wüste. Das sieht aus wie eine Wüste. Das könnte sein. Da, also über Wasser kann ich im Moment nicht springen. Sehe ich das richtig? Das siehst du richtig. Okay, dann vergesse ich das. Und da könnte ich runter. Geh ich mal da. Okay. Warte jetzt mal. Ja, du kannst dich warpen. Meinst du? Schneller? Ja. Okay. Wo rennst du denn hin? Ah ja. Ich sag doch, du kannst dich warpen. Man sieht es auf der Karte nicht, das ist doof. Ja, aber... Hart. Da sieht man es so. So. Wo okay war noch einer? Da glaube ich, oder? Mhm. Und? Hast du schon aktiviert? Ja. Ja, es waren 4. Und da bei Mürschelbazar, bei dem... da bei dem Schloss, das Hüttending da. Nee, da... Guck doch da hin, wo ich hinzeige. Mann. Hier? Oder wo? Ja, da neben dem Baum. Die Freifläche, ja. Ja, okay. Ja. Okay. Ja, das ist besser für mich, weil sonst kommt das nicht gut. Ja. Oh, ich hab so Rücken. Also, warte, das ist ja sogar näher. Ich dachte, jetzt muss da hin. Tipptopp. Was heißt das, Robolle? Hast du wieder keine Massage erhalten von Robert? So, ob ich von dir eine Massage erhalte? wo habe ich das mal gekauft? Elbenwald? Vielleicht gibt es sowas bei euch? Weiß ich nicht. Also eigentlich kannst du nur im Internet nach Zelda-Shirt gucken und dann findest du das. Das ist nicht gerade selten. Wie viel ist so ein Wie viel ist so eine ein Bereich? Es ist unterschiedlich. Ach so. Unterschiedlich. Aber wenn du 15 hast, dann komm noch mal hierher. Okay.
Die sind irgendwie witzig. War die Musik auch ähnlich im Alten? Ja, ja. Ist alles nur in hübsch. Bisschen hübscher gemacht, genau. Achso. Oh, brr. Smarty. Oh, geil, Leute. Oh, wie rum hier immer gleich davon ausgeht, dass es Buddeln ist. Ja. Ja, was habe ich da sonst noch? Das hier. Aha. Ja, das ist jetzt schon eigentlich sehr auffällig. Okay. 10 haben wir oder 11? 11. Sehr gut. Kann man die weg? Nein. Was? Okay, dann gehe ich mal in die Höhle. Oh. Guten Abend, gute Nacht. Entschuldigung. Na, 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 na. Was? Habe ich was verpasst? Was hast du verpasst? Weiß ich nicht, ich habe geschlafen. Aha. Oh, das hat er gesehen. Ja, das wow. Sieht man, wenn es bröckelig ist. Aber sonst... Wow. Aber jetzt zum Beispiel hier, zum Beispiel jetzt hier sollte man das irgendwie, wäre bestimmt wieder irgendwo, oder? Weißt du, nee, das ist so wieder so ein Bereich, ja, aber es ist wieder so etwas, was sein könnte. Aha, Smarty. Könnte, tut, was, könnten, tut es überall, Bo. Ich zum Beispiel hier. Meine, Entschuldigung. Entweder buddeln. Hä? Sie grinst. Einfach so. Da ist wirklich nichts. Nein, bitte das ist nur nicht. Das ist nur der Rückweg. Vertrau mir. I'm so beautiful. Ja. Ja, das bist du. Geh mal hin, jetzt nicht brr brr, weil... Ja. Geheimnis der... Nein, Erde. Ah. Hä? Ah, Gott, da ist noch. Hä? Hä? Wo? Hallo? Da ist... Na. Hallo da! Ja, nicht zu Fuße. Nahe. Also sie gehen weg, oder wie? Weiß ich nicht genau, aber man kann mehr haben. Als, Hallo, ich bin müde. Ich bin gar nicht müde eigentlich. Wart nur, bis du etwas vorlesen musst. Aha, Rückweg. Ja. Buddelsimulator. Das stimmt. Nein, auch nicht gelangweilt. Ah! Hä? Nein, nicht dein Ernst. Wie geht's denn auch weiter? Das hast du nicht gesehen. Nein, ich bin reingeschubst worden. Ernst jetzt? Wie sagt man so schön, manchmal muss man jemanden zu seinem Glück zwingen. Ja, ich merke es. Ah.
Ah, und jetzt kann ich unten raus, wo das... Ah. Hm? Ja, da muss ich nicht mal Bombe legen. Ja. Autsch. Der geht mir so auf die Eier. Oh, brumm, 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 brumm. Tut, tut. Ja, Hil Urlira. Wenn du durst wissen, welcher im Südosten der Insel ist, wirst du etwas finden, das man Wunderschlüssel nennt. Muss ich noch deutlicher... Was noch deutlicher? Warum muss er noch deutlicher werden? Na, muss er noch deutlicher werden? Hm. Um, damit du weißt, wo es hingeht. Okay. Gut, da ist ein, glaube ich. Ah. Very good. Kannst du mal kurz checken, wo du langkommen könntest? Zwergbucht. Ah, das ist nur die Zwergbucht. Aber da war ich ja schon, das ist Richard hier. Nein, ist da das Richard? Ist nicht Richard. Das ist da Richard. Ach so, dann war ich da noch nicht. Dann gehe ich da zuerst hin. Dann okay. Kann ich da rein. Irgendwo raus, vielleicht hier. Und dann bin darüber. Ha! Klar gelöst. Ja. Ah, das kann er. Ja, das ist diese ja Distanz. Auch, guck mal, okay, ich erkläre das jetzt. Das da ist ja. Willst du es erklären? Wenn du hier jetzt hier stehst und dahin springst, das ist ja keine Distanz. Wenn du jetzt aber hier stehst und hier ist eine Schlucht, eine riesen tiefe Schlucht. Ja, ja, ja. Und da willst du rüberspringen, das geht dann nicht. Das stimmt dir doch zu, oder? Hast du gemacht. Ja, weil ich dir meine Physik erklären musste jetzt. Ja, ich merk's schon. Ich bin Physik nicht geschaffen für diese Physik. Sieb rausholen. Ist das Luigis Menschen hier? Ja, da ist etwas. Ja, Lumis hat er aber ja, auf Discord gesagt, das früher. Hab's auf Discord gepostet. Und hallo, Lumi. Hä? Weil heute Zelda dran ist. Heute ist Zelda dran. Ah, hier, eine Schranktür hängt nicht mehr an ihren Angeln. Die Schrank wurde schon eine ganze Weile nicht mehr benutzt. Ja, das ist eine Viertelstunde, um sich seelisch drauf vorzubereiten. Ich war auch noch am Essen, als er mir geschrieben hat, ob ich nicht früher Zeit habe. Also jetzt beschwert euch mal nicht. Dafür habt ihr viel länger von uns. Ja. Ist hier drin etwas? Ja. Ah, warte, da ist etwas zum Anbrennen. Warte, 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 warte. Wart. Ja, Lumi, was machst du denn sonst? Ich verstehe die Frage nicht. Nein. Hä? Genau, Snuffles. Das ist die richtige Einstellung. Hier ist erstmal nichts. Aha. Kann ich dir sagen. Aber ich hab's angebrannt. Juhu. Toll. Verbrennst du einfach leerstehende Häuser. Ja. Okay, Lumi, das will gelten. Die hab ich noch nicht. Ein Kistchen. Geh weg. Geh weg. Gib mich's. Wow, 50. Können wir gebrauchen. Kann ich das irgendwie rausnehmen oder ist das nur Dekoration? Dekoration. Dekoration. Wie geht's, Lumi? Alles klar? Das schauen wir an. Und noch viel weiter. Schau mal diese Distanz an. Nee, ich bekomme die Krätze über. Ich spring von hier. Das ist nur logisch. Nein, das ist nicht logisch. Warte. Scheiße. Ich spring von hier bis da. Also knapp 4 Felder wären das.
Du kannst mir ja nicht sagen, dass da drüben das vier Felder wäre. Das ist doch was ganz anderes. Ja, blab, blab, blab. Ah, hier. Du warst zu schnell. Ja. 14. Noch eine. Entschuldigung, aber ich muss das überprüfen hier. Überprüf mal. War das so gewollt? Oder habe ich wieder alter... Theoretisch kriegt man noch Hilfsmittel, mit denen man das Gras auch vorher wegkriegt, aber hey, wer macht das schon? Brauche ich nicht. Und ja, bei uns ist auch alles tipptopp. Leider kommen wir nicht, trotzdem nicht weiter. Doch, ihr nehmt den Fisch, geh auf den Rücken und dann... Scheiße. Und dann sterben wir. Okay. Das heißt, wir brauchen hier etwas wasserig. Oh! Danke für den Hinweis. Jetzt habe ich es aktualisiert. Ich habe es sogar vorbereitet, dass ich nur drücken kann. Geiler Romero. Ich habe das Drücken vergessen. Also warte mal kurz. Jetzt meine Idee von hier rein ist nicht zum Erfolg gekommen. Das heißt... Ich muss irgendwie, also hier sieht es aus, als ob ich da durch könnte. Vielleicht heißt, ist ja die Treppe, die dich da rausbringt, ganz irgendwie in der Nähe von der Treppe. Also hier. Ich schau mal nach. Ja. Hast du schon? Tipptopp, Nico. Jetzt sollte ich gerade sagen, kann ich da in den Strudel, aber das ist dein Gegner. Ja. Autsch. Die erzählen ja immer etwas. Ich habe was zu sagen. Autsch. Was hat er denn? Es gibt auf dieser Insel drei Lieder. Das ist immer noch das Gleiche, was der sagt. Diese drei Lieder wohnt ein Zauberinne. Wenn du mal... Ja, bla bla bla. Stimmt. Wow. Was ein Zufall. Okay. Was haben wir denn da? Eine Treppe. Warte, aber der Johnny hier. Jetzt lass doch den Typ. Geh da einfach rein. Der Johnny. Gib ihm keinen Namen. Er ist ein Feind. Johnny. Was ist normalerweise gelb? Keine Ahnung. Oh, da ist im Wasser ein Herzteil. Oh. Ah, da würde ich ohne das nicht hier hinkommen. Aber da kann ich mich reinplumpsen lassen und dann... Nein, das wäre zu einfach. Er könnte doch beim Halbsterben oder Ertrinken könnte noch zack, das Herz. Könnte dann... er. Aber jetzt... So ist er nicht. Wir sind auf deiner Seite. Mr. Uhu kommt. Zwei Schreine, einer im Norden von hier, der andere im Süden. Geh es nach Süden, wo die alten Ruinen vom Windfisch erzählen. Die Reise lohnt sich bestimmt. Okay, aber jetzt bin ich eher nördlich. Ist ihm egal, er wird trotzdem da lang. Okay. Mann, gibt es eine Waffe, wo ich dann mit der Zeit den einfach locker besiegen kann? Der regt mich auf. Sagen wir mal so,
Wir werden gleich was Lustiges tun. Lustiges tun, okay. Bevor wir in den nächsten Dungeon gehen, werden wir was anderes machen. Okay. Müsste schon gehen. Wenn daran vorbei. Ja, klar, könnte ich. Aber ich will alle besiegen. Die mit ab! Bam, bam, bam! Wow! Sind sie sogar noch getarnt aus Steine und so? Ja. Geht weg! Du machst dein. Ja, ich weiß ja auch nicht mehr alle Positionen. Du, wenn jetzt hier eins ist, dann Uluridam. Weiß ich es gerade nicht. Weil wir nur noch einen vermissen. Das ist das Gleiche, was wir können. Ja, du bist sehr bald die 15 schon haben. Okay. Oh Mann. Unter Brücken Geheimnisse lange leben. Okay. Ha. Tada! Die 15. Soll ich jetzt zurück? Muschelbasar? Nö. Nö, du gehst jetzt erst dann. Ja. Wo du hin sollst und dann. Ja. Okay. Kommen wir eh nochmal da vorbei. Ich würde aber zuerst kurz eine Pinkelpause machen und du darfst mit den Leuten reden. Los geht's! Okay. Redet mit mir. Los. Sagen ja, ja, doch. Ja, heute war ich ein bisschen Klamotten kaufen, weil ich musste. Brauche auch mal wieder Sachen. Ja, hatte heute sehr leckeres Essen. Ansonsten, ja, hatte ich eine sehr schöne Woche bis jetzt. Ja. Und du, Snuffles? Außer, dass ich Rückenschmerzen habe. Beziehungsweise ich oben. Ah, so beim Nacken. Bah. Das würde ich jetzt für ein Massagegerät geben. Oh, das wäre jetzt geil. Geld ist immer gut. Ja, das ist schön. Ja, oder Lumi? Das ist echt geil. Wobei ich nicht so gerne Klamotten shoppe. Aber, ja, ich hätte lieber gern was anderes geshoppt. Oh, echt. So mit diesen Kugeln drin, wo, was du dir so hier rüber schnallst und dann massiert dich das so. Oh, leih mir das mal aus. Eine Ratte für morgen rausgesucht. Wow. Hallo Romero. Ich hoffe, du hast schön gepinkelt. Schau mal bei den Memes rein. Warte. Geil. Wo haben wir das denn hier? Geil. Ich sehe da nicht. So dort. Was war die? Definitiv ein Ohr aufs Wart. Das war das geil. Das hätte ich jetzt so gar nicht gecheckt. Oh. Bist du die Kanickel? Kann ich sein, ja. Ach ja, an so einem Tag könnte ich ein Lied von Marin vertragen. Okay, das will er nicht hören. Entschuldigung, muss alles kaputt machen. Die Trostwüste? Ja, im Süden ist ein Weg, der in die Wüste führt.
Aber solange das faule Walross diesen Weg versperrt, kommst du wohl nicht in die Wüste. Guck mal, wie süß das ist. Sie sind mega süß. Ich liebe immer diese Details so. Ach, ist schön. Ja. Zimmermann. Wo? Ich kann jetzt gleich schauen. Wegen all dieser Monster komme ich nicht nach Möwendorf. Hoffentlich geht es Marin gut. Ja. Die scheinen sich zu kennen. Ja. Warte, jetzt war ich im zweiten Haus schon. Nein. Richtig gesehen, ich bin Krokodilius. Die Nixenstatue an der Bucht ist eines meiner Messstücke. Leider ist sie nicht vollendet, aber du scheinst mir nicht besonders kunstinteressiert. Warum? Hau ab! Okay. Ist auch lustig, sie steht da, aber er scheint sie überhaupt nicht zu malen. Nein, er malt irgendwie Gemüse hier. Mhm. Nee, ich weiß nicht, was das sein soll. Hey, wusstest du schon, dass Zodorf und Möwendorf Partnerstädte sind? Naja, Städte ist vielleicht etwas übertrieben. Daher weiß ich auch, dass es in Möwendorf einen Traumschrein mit einem Geheimnis geben soll. Haben wir schon. Haben wir gemacht? Ja. Ob das dann hat es hier auch einen. Nein. Nein, du denkst jetzt zu weit mit Partnerstädte. Aha. Die sind Partnerstädte, weil die sich so mögen, so quasi. Mhm. Oder miteinander verbunden sind. Mhm. Du hast noch nicht gelernt, wie man sich bei einer Dame benimmt, oder? Wer mir nicht einmal Blumen oder so mitbringt, mit dem rede ich erst gar nicht. Über einen Hibiskus würde ich mich schon freuen. Habt ihr das auch? Bei uns steht meistens der Vogel. meistens irgendwie Partnerstadt von Uruguay oder was auch immer. Ja. Meine Schule hat damals eine Partnerstadt, also eine Partnerschule quasi gehabt. Ach, so ein Blödsinn. Ich habe etwas gehört. Ah ja? Okay. Nabend, hey, Pew, hallo. Das Einzige, was ich sehe, ist die quietsche Ente im Teich. Oder quietsche Huhn. Hier ist doch gar nichts. Ich habe es halt gemacht. Echt? Hör. Vielleicht ist ja doch was. Aber vielleicht können wir es noch gar nicht sehen. Da noch irgendein Phantom Hourglass oder irgendetwas. Genau. Wow. Mega harte Treppen. Ja. Wie geht's, Biu? Mir fehlt noch etwas Honig für meinen Bäreneintopf. Aber wo soll ich denn nun herbekommen? Oh, was habe ich eigentlich als Inventar? Da, das war ein Stock. Das war Stock. Ja, weil alles andere. Nee, nur den Stock, ja. Ich kann Stock anbieten. Ha, wer will einen Stock? Honig am Spieß. Mhm.
Das macht alles ein wenig leichter. So, Dorf. Aber dann, wenn jetzt hier die Punkte verteilt sind, dann müsste hier auch einer sein, wo ich nicht gesehen... Ah, hier oben. Da mache ich mal einen Punkt. Aber da kann ich noch nicht hin. Ah, ich würde noch keinen Punkt machen, wenn du da noch nicht hin kannst. Sonst bist du vielleicht später verwirrt. Und im Zauberwald? Da ist keiner. Ein Pro Bucht hier? Nö. Okay. Okay. Wow, Piu, du brauchst gar nicht mehr selber für dich kochen. Hier wird dir schon alles angeboten. Nee, das kann er nicht vergessen. Wenn er da irgendwann hinkommt, dann ist das Ding ja auch aktiviert. Dann kann okay. er ihn markieren. Weiß ich gar nicht, ob ich hier Bubu machen muss, aber ich glaube nicht. Genau. Schnarz. Aha, okay. Ich weiß schon, was der will. Schlimm, oder? Ah, oh, ich liebe diese. Das ist auch lustig. Wow, 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 wow. Oh. Da komme ich noch nicht hin, aber da komme ich dann zurück. Ich habe den Rückweg aufgemacht, glaube ich. Theoretisch ja. Aber ich kann dir sagen, du kannst hier noch nichts suchen. Aha, okay. Deswegen markier dir die Höhle auf der Karte, damit wir uns das merken. Okay. Oh! Ah, was haben wir denn da? Ein viertes Herzteil! Yeah! 3, 6, 7, 8. Okay, warte mal, jetzt habe ich. Da. Also, ich habe da den Hinweis bekommen, Unterbrücken, aber Unterbrücken bedeutet hier unten drunter und da kann ich ja noch nicht schwimmen. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Dann habe ich hier ein Walross und der hat Marins Icon gezeigt und dann habe ich hier viele, die Marin mega toll finden. Also würde ich jetzt mal instinktiv zum Möwendorf zurück und hier bei Marin sagen: What's up? Lehr mir das Lied. Du bist Sherlock Holmes. Ha! Da-d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 a. Zum Glück haben wir diesen Teleporter. Stell dir vor, wir müssen das alles. Oh ja. Natürlich ist sie nicht da. Nanu, wo hast du denn die Marien gelassen? Was ist mit dir geschehen? Ja, das war ja klar. Da ist sie nicht mehr da. Und jetzt vielleicht im Haus? Nee, komm jetzt, Lumi. Ist das nicht mein Haus? Ah, nee. Das ist nicht dein Haus. Aber weißt du was? Ich bombe. Nein! Weil nein! Warum kaufst du Bomben? Ja, die kaufst nicht viel.
Okay. Brauche ich bestimmt immer wieder. Nein, du kannst nur 10 tragen. Ach nee, kannst du nicht. Okay. Nein, hier wird nicht geklaut. Nee, aber... aber das würde ich brauchen. Ja, deswegen sparen wir darauf. Okay. Die wollen wir haben. Ja, ich habe jetzt praktisch nie Bomben gefunden, deshalb habe ich jetzt hier gekauft. Hier draußen halt weniger, aber in Tempeln schon. Ah, hier ist mein Haus. Nein, nein. Klau ihn, die lenken voll ab. Okay, los. Hä? Warte. Bin am Strand, deine Marin. Ah, ja. Zum Glück gibt es Notizen. Überall. Achso, warte. Nein. Okay, geh zum Strand. Turbo! Ups, böses Huhn. Warte, geh erstmal da rein. Geh mal da rein. Jetzt bist du hier. Wenn das nicht offensichtlich war, die versteckte Macht der Farben. Willst du das Buch lesen? Die bunte Welt verborgen unter 5 Grabsteinen. Oh mein Gott. Ja, schreib dir das auf. Oh mein Gott. Na, wer weiß, wo wir gleich hingehen, hä? Hä? Wahrscheinlich alle, die es schon gespielt haben. Setze all deine Kraft ein, öffne einen neuen Weg. Wer auserwählt ist, erhält die Macht über die Farben, die wohl die bunte Welt aussehen mag. Soll ich es euch erklären, was es damit auf sich hat? Oder weißt du es, Romero? Was? Was es damit auf sich hat? Dem Buch? Es hat damit zu tun, dass ja das Link's Awakening auf den normalen Gameboy kam. Der, wie wir wissen, keine Farben hatte. Aber es kam ja auch noch Link's Awakening DX. Ah. Was dann auf den Gameboy Color kam, der Farben hatte. Ah, okay. Damit hat es zu tun, aber ich verrate jetzt nicht mehr. Okay. Hat die Weiß natürlich nicht. Sie ist da drin versteckt. Ich komme. Wow. Warte mal kurz. Ja, dann gehst du aber hier bei Papa rein. Lana. Also ist sie abgelenkt. Geh rein. Ich sehe alles. Gar nicht wahr. Ich klaue nichts. So. Nein. Wir klauen nicht. Okay. Maren schon gefunden? Nein, es war da drin wieder so ein Geräusch, aber ich habe nichts gesehen. Okay. Habe ich auch hier aber noch nie angeguckt. Creating a Champion, was ist denn das? Ja, das war so ein Special-Buch zu Breath of the Wild. Was 50 Kilo wiegt, gefühlt. Ja. Tschüss, Affe. Oh, Romero. Schön, dass du mich hier besuchen kommst. Oh, jetzt muss ich ganz viel reden. Willst du dich ein bisschen mit mir setzen und reden? Ja, ah, cool.
Manchmal frage ich mich, woher diese Palmen kommen. Tarin sagt, dass es außer dieser Insel nichts gäbe, da draußen auf dem Meer. Aber da muss es etwas geben. Als ich dich am Strand gefunden habe, Bolmiro, da war ich ganz außer mir. Ich habe dich für ein Zeichen der Götter gehalten. Wenn ich eine Möwe wäre, dann würde ich ganz weit wegfliegen und für alle auf der Welt singen. Ich frage mich, ob der Windfisch mir diesen Wunsch erfüllen würde. Das ist auch immer wieder drüber so. Sagst du auch mal was, oder was? Hallo, Bolmiro, hörst du mir überhaupt zu? Irgendwann möchte ich mit dir dahin gehen, wo du herkommst, Bolmiro. Vergiss, was ich gesagt habe. Was? Ich soll mit dir zum Walross gehen? Also gut, dann mal los. Easy. Jetzt kommt das Beste jetzt. Was? Ich heb sie hoch wie ein Gegenstand, ernsthaft. Das ist die Gelegenheit. Nein. Ja. Geil. Toll, gab es ein Loch zum Mittelpunkt. Nicht sehr nett. Objektifiziert. Genau. Dreh nicht durch, Marin. Und vielleicht auch. Was lustig ist, der Start von Link's Awakening, Sanviria, Adam. Sanviria, Link, anders als jetzt hier. Und hier sieht er aus wie ein kleiner Junge. Und ja, da war er aber schon irgendwie älter, also sah er ein bisschen anders aus. Nicht? Ja, schon, klar. Aber es ist natürlich... Um die Dramaturgie zu zeigen, müssen sie ja natürlich, können sie ja nicht den kleinen Knirps-Link da malen. So, bevor wir jetzt irgendwo hingehen. Stopp. Geh mal nach links. Was machen wir denn jetzt so? Oh, wir könnten jetzt so viele Sachen machen. Also links, weiter. An den. Weiter. Nach links. Nach oben. Jetzt wieder nach links. Nach unten, ja, gut. Oh, ganz, sie hat ja auch die Stiefel. Ja. Ganz nach links durch. Und nach unten. Nein, nach da unten, dahin, zu der Stelle. Aha. Da. Oh, wir könnten jetzt so viel machen. Katzi. Geil. Das erste Mal, dass wir zusammen unterwegs sind, Bolmiro. Das ist ab heute unser geheimer Treffpunkt. Es schaut ein bisschen ernst. Ach, ja. Er hat seine Mission im Kopf. Willst du mir etwas sagen? Er hat seine Zelte im Kopf. Ach, süß. Okay, es war nur so ein kleines Mini-Sequenzchen. Oh, cool. Ja. So, jetzt, geh mal zu Möwendorf, ins Möwendorf, nach Möwendorf, wie auch immer. Das, was Paul jetzt mir zeigt, habt ihr das alles auch schon gesehen? Chat, wie sieht's aus?
Ich bin gespannt, ob sie das gesehen haben, was ich dir jetzt zeige. Geh mal in, zu dem Kranspiel. Hey, du. Jetzt Kran ist dahin. Toll, Balmero! Kann ich es auch mal versuchen? Was sagst du? Nee! Geil! Das ist so cool, ey. Nee, wie geil! Ui, der ist wütend. Das ist so cool. Was soll das jetzt? Das ist gegen die Regel! Los, raus! Geil. Das war's schon. Aber ich finde das super lustig. Geil. Tja, Marin kann das. Okay, habe ich noch was vergessen, was man zeigen könnte? Weiß ich gerade nicht. Aber du kannst jetzt zum Muschelbazar. Yeah. This is great, Hart. Dankeschön. Muschelbazar. Ja. Muschelbazar, Muschelbazar. Da. Guten Abend, Mrs. Greatheart. Alles gut? Kann die mit teleportieren? Mhm. Mhm. Ah ja. Pass auf, Marin! Ich rette sie. Oder so. Da will sie nicht mitkommen. Nee. Ja, stimmt. Hast den Muscheldetektor erhalten. Es zeigt dir, wenn sich eine Zaubermuschel in der Nähe befindet. Ja, aber wir haben ja Bolle. Also für was brauchst du das? Ja, jetzt brauchst du mich nicht mehr. Ich kann jetzt gehen. Tschüss. Ja. Marin ist jetzt ein Item und Bolle. Ja. Das ist automatisch eingeschalten. Ja. Okay, jetzt. Ja, kannst ja mal die Ocarina spielen, wenn es Martin schon erzählt. Achso. Hör auf, das ist sehr schrecklich. Bitte? Was? Habe ich was gesagt? Nein, das hast du dir eingebildet. Ah, geil. Ey, Lumi, ich werde hier nicht massiert. Das ist ja das Problem. Das passiert ja nicht. Und jetzt? Also ich würde jetzt hier hingehen. Oder hast du noch was? Ja, du kannst jetzt, nee, eigentlich kannst du jetzt, wenn ich nichts vergessen habe, kannst du jetzt zum Zoodorf gehen. Wow. Okay, warte, ich schaff das. Wir sind gespannt. Okay, sie ist tot. Live-Reaction. Bolle killt Spinne. Smarty, ich warne dich. Bitte mach da jetzt kein Gift raus. Ich weiß, es wird sowieso passieren. Aber sie ist tot. Ja, also mal, Smarty wartet eigentlich den ganzen Abend, bis irgendetwas passiert und da so tuk-tuk. Mann, das ist mir wahr.
Das glaube ich dir. Okay. Jo, da ist sie ja, Marin. Allein, das musst du dir erzählen eigentlich. Ja, aber du bist ja mit der Spinne beschäftigt. Ja. Ja, ich hab's hast ja erwischt. Hast du auch Angst vor Spinnen, Lumi? Also ich habe extra einen Mann geheiratet. Weißt du, zwar immer habe ich das gesagt, mein Mann muss für mich Spinnen wegmachen. Wenn ich aber jetzt meinen Mann, den ich geheiratet habe, extra deswegen, nur deswegen, frage, ob er die Spinne wegmacht. Dann rollt er immer voll mit den Augen. Wow. Mach erstmal, was du machen sollst. Bevor du dich jetzt Raben. Nee, kannst du eh nicht. Da ist es ja, das Walross. Soll ich es aufwecken? Nur sie singt besser als ich. Sie hat Farbe, also ja. Melodie. Boah. Oh, Lumi, nein, hör auf. Mich krabbelt's gerade überall. Boah. Oh. Tschüss! Das ist jetzt. Was? Da ist jetzt aber jemand munter. Hä? Ich glaube, der will was von mir. Vielleicht sollte ich mitkommen. Oh, diese Kanickel. Tja, dann gehe ich jetzt mit ihm nach Zoodorf. Komm doch später auch mal vorbei, Bormiro. Du hast wirklich Angst vor Spinnen, Lumi. Ich verstehe. Und jetzt weiß ich, wie man darauf kommen soll. Aber es ist nicht graben. Ich weiß wirklich nicht, wie man darauf kommen soll. Deswegen. Ach nee, geht ja noch gar nicht. Ach, vergiss, was ich gesagt habe. Mach mal weiter jetzt. Okay. Eine Wüste. Oh. Ich muss sagen, bei den Kleinen, so wie die jetzt gerade, es war grenzwertig, geht's noch bei mir. Aber sobald es dort größer ist... Nee. Oh. Herr Lumi. Du musst dir jemanden suchen, der da keine Angst hat. Sonst kann keine Ehe, keine Beziehung funktionieren. Das geht sonst nicht. Stimmt, mein Papa hat sogar immer damals gesagt, wenn ich ihn gefragt habe, ob er die Spinne wegmacht, na hoffentlich heiratest du mal einen Mann, der Spinnen wegmacht für dich. Geil. Das kann auch da oben sein, aber... Jetzt die ganze Wüste umgraben. Ja. Okay. Mach den. Leute, ihr könnt dann in einer Stunde wiederkommen. Also, wer findet Bolles besser als dieser unglaublich nicht exakte Sound? Das ist schon exakt, das ist ja im Umkreis. Naja. Durchkämpft die Wüste. Ja. Also ich finde es. Schon wieder. Die sind halt manchmal an aufwendigen Stellen. Die See bringt Wellen, der Schlaf bringt Träume. Beide vergehen am Ende. Am Ende des Sees, am Ende der Träume. Hat nichts mit der Muschel zu tun, es ist einfach so. Okay. Wow. Ja. Oh yeah.
Ein sei übrigens, Viertel. Sei übrigens froh, dass man jetzt Krex in der Wand sieht. Denn ja. Früher hat man die nicht gesehen. Nicht? Das kannst du mal raten, wer das Herzteil nie gefunden hat. Du. Ja. Ich hatte keinen blassen Schimmer. Ja, das glaube ich dir. Hätte ich aber auch nicht. Ah, wenigstens. Wenigstens einer vergraben. Wer wagt es, auf dem Sand herumzulaufen und meine Ruhe zu stören? Oh. Einen lustigen Propeller. Oh ja, der Boss ist sehr nervig. Der Boss hat genervt. Ist der mega langatmig. Ja, eigentlich schon. Er ist nicht schwer oder so, aber... Und ich glaube, wenn du runterfällst, musst du wieder von vorne ankommen. Runter? Ah, da in der Mitte. Ja, du kannst runterfallen. Okay. Deswegen versuch's nicht. Boah. Nein! Aha, wir fallen da runter. Okay. Sagte sie und er fällt runter. Ja, sagte sie. Ich glaube, der hätte ist jetzt sie nichts gesagt. Ich Nein. Ich bin mir aber nicht sicher. Wirklich nicht. Ja. So, 50 Schläge später. Oh ja. Wow. Gibt es eine effektivere Methode? Ja, die halt zum Beispiel. Aber kann man auch leichter runterfallen. Mhm. Oh. Schlüssel! Ah! Du hast den Wunderschlüssel erhalten. Yay. Hat nicht hier auch noch gebingt? Nein, unten. Ja, aber es ist gebingt. Nicht da oben. Okay. Ich habe ja gesagt, da oben? Kommt man nicht drauf. Deswegen ist es nicht so offensichtlich. Ist hier irgendetwas, aber es hat woanders noch gebingt. Okay. Ist nur nö. Nichts. Cool, dann heißt das für mich wieder hierhin. Naja, aber jetzt nicht. Wir machen jetzt was anderes. Okay. Jetzt gehst du erstmal nochmal dahin, wo es gedingt hat. Falls du es noch weißt. Oder guck, wo du noch nicht warst. Also ich war jetzt da oben noch nicht. Dann geh doch da mal hin. Ja, manchmal ist es schon auffällig, finde ich. Naja. Ja, aber es hat schon gut. Unten gebingt, aber okay. Naja, ist ja halt der Umkreis, ne? Das heißt ja nicht, dass du genau jetzt da drauf stehst, sondern was ist denn da in der näheren Umgebung? Also die jetzt? Zwei hier könnte ich eventuell explodieren lassen. Nee, ich glaube nicht. Die sind nur so zur Deko. Jetzt kommen wir zu dem, was du dir aufgeschrieben hast.
Und da wurde ja was mit Grabsteine gesagt, nicht wahr? Irgendetwas mit Grabsteine war, ja, wart. Ja, ich hab's da noch. Ah. Und wo könnte man jetzt Grabsteine finden? Auf einem Friedhof? Aha. Dann da such mal einen Friedhof. Hier irgendetwas aussieht wie Grabsteine? Geh wieder hin. Warte mal kurz. Ja, ist der einfachste Weg. Dahin. Dann so über eventuell. Okay. Okay. Vorher gehst du nochmal nach Möwendorf. Nach Zoodorf, meine ich. Okay. Oder wir reden erst mit der Möwe. Ich meine mit der Eule. Der Schlüssel hat die Form eines Fisches. Du sollst zum Wasserfall in den Bergen gehen. Dort, wo das Wasser dann verschwindet, musst du nach unten springen. Uhu! Uhu! Oh. Du hast ja eine tolle Ocarina. Willst du mich beim Singen begleiten? Plötzlich kann er spielen. Ja. Wie schön. Und wie gefällt dir dieses Lied? Mitreißend, oder? Kannst du es dir merken? Aber... Du hast mich jetzt dezent hingewiesen, dass ich die holen gehen soll. Was wäre, wenn ich jetzt diesen Park gemacht hätte ohne diese Ocarina? Hätte sie mir das einfach dich gepfiffen? Nee, theoretisch kannst du die Ocarina holen, wann du willst. Weil es dir an jedem Punkt im Spiel halt sagt, wenn du die Ocarina hast. Und sie würde mir das Lied in jedem Punkt beibringen? Ja, ja. Die bleibt jetzt quasi da stehen und du kannst dir das jederzeit abholen. Denn du brauchst es theoretisch nur einmal in den ganzen Spielen, das Lied. Okay. Aber du brauchst es jetzt nochmal. Okay. Für eventuell eine Muschel, wo ich gesagt habe, da würde man nie drauf kommen, was man machen soll. Okay. Bitte? Vergiss? Ach so, bitte vergiss nie dieses Lied. Oder mich. Oh. Okay. Das war, dann gehe ich nochmal hin. Das war spielen. Sogar eine Muschel, die ich gegoogelt habe, weil ich nicht wusste, ja? Was ich machen soll. Ja. Ich hatte wirklich keine Ahnung. Oh, schnell. Aha. Ja, was sagt denn noch keiner? Nein, Marin, Link? Geil. Nee, wirklich. Okay, das hätte ich jetzt nicht. Ich wusste nicht, wo einem das gesagt wird oder so. Wie sieht es bei euch aus, Chat? Hättet ihr das problemlos gewusst? Ah, da haben wir aber drei verschiedene Lieder, sehe ich gerade. Hat der Schleim oft genug gesagt, ne? Stimmt. Ja, klar. Okay, jetzt zum Friedhof. Hab's gegoogelt. Mhm. Ich weiß gar nicht, gab's die Muschel schon im Original? Du sagtest jetzt mir zum Möwendorf, das wäre hier. Nein, zum Friedhof. Ah, Friedhof, Entschuldigung. Ja. Hör, wieso?
Die Muscheln sind warum ja nicht, denn das? Brauchst du ja nicht unbedingt. Was? Eine TikTok-Nachricht bekommen. Achso. Ich bin jetzt berühmt. Ah. Ich wusste, dass du es nur für den Fame tust. Ja, du brauchst ja die Muscheln nicht, Mathis. Du kannst auch durchspielen ohne die Muscheln. Hey, was sind das? Zombies? Ja, so ähnlich. So. Jetzt. Ja. Wo? Hä? Jetzt weiß ich. Du sterbst dir nicht. Also es hat ja jetzt was mit Grabstein zu tun, ne? Wurde ja gesagt. Also wir haben eine 3 nach oben. Warte schnell, ich mache das ein bisschen größer. 3 nach oben, 4 nach rechts, 5 nach oben, 2 nach links und 1 nach unten. Das okay, heißt, jetzt. Ich schaue mich mal kurz um. Ja, guck ich mal um. 6 Grabsteine, 4 Grabsteine, 5, 6. Kann ich die schieben? Wah! Wow! Oh, groß! Also meine Interpretation wäre jetzt, wenn die Geister nicht wären, 3, 4, 5, 2, 3, also, dass ich diesen Bereich hier gemäß dieser Anleitung, die ich da habe, schieben muss. Ja, dann das heißt, den, geh weg, nach unten, den nach, ouch, links, oben, rechts und oben. Ha! Also, ich kann dir nichts mehr beibringen. Ich habe definitiv länger dafür gebraucht. War jetzt Schwein. Ja. Labyrinth der Farbe. Okay. Geh weg. Oh, nein. Custo, dies ist das Labyrinth der Farbe und wir sind seine Hüter. Ohne Zauberpulver wirst du hier nicht weit kommen. Du musst nur etwas sagen, dann verkaufe ich dir welches. Habe ich Zauberpulver? 11. Du findest, glaube ich, im Dungeon was. Also brauchst du jetzt... Okay. Ich sag dir auch gleich, häng dich jetzt nicht daran fest, dass du das Zauberpulver brauchst. Du brauchst es gar nicht so oft. Okay. Geh einfach normal durch. Abrina hat es ja fertig, Smarty. So viel mit da. Ah, schau mal. War nicht wirklich viel, aber. Gehen wir hin. Ist da wieder eine Tür? Nee, nee, geh einfach weiter. Okay. Ah. 1C macht sie noch, okay. Okay. Achso, die macht sie. Oh, ja gut. Die macht sie jetzt erst, wo sie fertig ist. Okay, kann man auch machen, aber ich finde, der Dungeon lohnt sich eigentlich. Hier ist kaputt. Oder? Könnte sein. Der Dungeon lohnt sich. Wenn man ihn machen kann, dann sollte man ihn machen. Du hast ihn noch nicht gemacht. Wer? Smarty. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, oder? Ja, gut, das war jetzt noch nicht so schwer, das Rätsel. Ich bin der Ulrich. What? Ui, ui, ui. Ui, ui.
würde nicht alle kaputt machen. Nicht? Nein, das ist nicht gut, was du tust. Das ist kein Rätsel oder so, das sind nur... Aha. Hör doch jetzt auf, da rumzuhüpfen! Ganz sicher, wenn alle rot sind vielleicht. Nein, mach das! Gute Nacht, Louis! Kaputt. Schlaf schön. Schlaf gut, Louis. Sag doch mal. Sorry, Stuffles, wenn der nicht hört. Ach, ich bin mir das gewöhnt. Ist ja nur lieb gemeint. Also lieb gemeintes Meckern. Ja. Schnabbel. Hey, Smarty. Okay, dann viel Spaß. Cool, genieß es. Wir haben ja auch Super Mario Maker am Freitag. Wieder mal. Oh. Guck, nach Rot ist kaputt. Ah, ich weiß schon, was du meinst. Ja, gut. Aber die würden bestimmt wieder zurückkommen. Ah, nein, scheiße, ich habe ja hier gar nicht mehr. Aber hier könnte ich bestimmt... Ha, siehst du? Ja, du musstest nicht überall fragen. Ist ja jetzt... Also, ohne ja. Wasser ist das... Oh. Was? Gieriger Narr, du willst mehr Stärke? Ein Tölpel, du soll aufgeben und zurück nach Hause gehen. Oh, ouch, ouch, ouch. Hast du irgendwas zum Heilen? Boah. Nein. So boah. Diese... Geht fee. Und Dings habe ich noch keine Flasche oder so. Mhm. Wir fallen selber runter. Die Vaseline hat er noch nicht. Was? Die Vaseline? Oh, das Rätsel habe ich nicht gemacht. Ups. Das hasse ich immer. Oh. Im Prinzip braucht man, glaube ich, sogar nur zwei Schläge machen. Oder drei, aber... Ja. Oder vier, okay. Man muss halt nur wissen, wie sie sich drehen. Und dann ist es eigentlich easy. Fast. Oh, nein. Ja, stopp. Ach so, nee, warte, so geht's ja gar nicht. Ha. Ha. Blödsinn erzählt. Ja, warte. Nee. Ich weiß, wohin das ich will, aber... Ja.
Mega der Tipp. Oh, das kann jetzt ein bisschen dauern. Ich hoffe, ihr habt Zeit, Leute. Ich hoffe, ihr habt Zeit. Genau. Ja, da habt ihr euren 24-Stunden-Screen. Mann! Gibt's ja nicht. Warum meinst du, also wenn du es nicht selber gemacht hast, Smarty, dann weißt du auch nicht, dass man nur die Schläge brauchen würde, oder? Hat er gesagt, er hat es nicht gemacht? Er hat gesagt, das hat er nicht gemacht, dieser Dungeon. Alumi hat es nicht gemacht. Ihr habt gleiche Farben. Ja, ähnliche Farben, okay. Wenn Smarty mal was nicht macht, dann wäre das schon ein Ding. Ja, ich hab gedacht, wow, Smarty. Smarty ist gesundheitlich angeschlagen. Sogar wenn er gesundheitlich angeschlagen ist. Jetzt! Ja. Was? Nein! Doch so. Ja, da. Ah. Oh, ich wollte gerade sagen. Oh Mann, ich dachte jetzt genau das wollte ich erreichen. So. Kann ich diese auch so kaputt? Oh, nee. Habe aber noch keine Fee. Schlüssel. Dann musst du das kommt dann der Boss. War nicht dein Ernst. Aber man kommt auch immer erstmal rein in so einen Raum und oh, ich hau mal überall gegen. Man guckt irgendwie gar nicht, wie es vielleicht sein könnte oder so. Nee. Oder jedenfalls ich sicher. Ja, ich ja auch. Ich auch immer. Zum Beispiel jetzt hier ist irgendwie so ein Schatten. Hier. Ah, nee, Romero jetzt. Nein. Ich sehe Schatten und ich sehe Farben. Ja, aber. Doch nicht. Also jetzt interpretierst du ganz schön viel. Der Schatten ist von den Leuchterdingern, von den Lampen. Labyrinthkarte. Ui. Okay, der eine hat schon gesessen. zwei sogar. Gesessen. Ja, zwei. Ups, geil. So kann man das machen. Also mit Romero kein Billard spielen. Nein. Okay, Schlüssel. Okay, ich gehe zuerst noch hier lang, weil da noch etwas zu holen gibt und dann erst da. Gute Idee. Ah ne, brauche ich ja gar nicht mehr zu machen. Ist offen. Fast. Oh. Eine Farbe mir jetzt fehlt, muss ein Viereck zeigen. Was heißt das? Easy. Sieht wow. Aus. Ja, definitiv. Komm. Buh.
Oh. Unterschätz mich bloß nicht, denn mickriges Schwert ist ein Witz. What? Nein, nur hauen. Na, wir wetten, ob das Pulver reicht. Ja, ja. Ist knapp. Meinst du? Ja. Ja, okay. Easy. Easy. Easy going. Autsch. Aha, den haben wir sogar gekauft. So oder so. Ja, geil. Ich hätte so oder so hier lang müssen. Klar, es gibt ja. Ja, ich dachte nicht, dass das ein normaler. Weil es ja, glaubst, kein Tempel oder ein Dungeon. Kein regulärer. Ist schon ein Dungeon, ja, weil es nicht so schwer ist. Und der ist halt nicht story-relevant. Okay. Aber es gibt hier was Schönes. Das würde dich sehr freuen. I'm so happy. Falsch. Vielleicht hat es noch. Oh, wie geil. Das wäre ja so geil. Ich hatte gerade heute Mittag hatte ich ein Raclette. Oh. Bin immer noch voll. Geil. Auch okay. Die schwerste Aufgabe deines Lebens gewesen, oder? Ja, also habe ich auch gerade gedacht, ob das zu einfach ist, um wahr zu sein. Was ist das? Käfer. Alles gut, mir kann nichts passieren. Chrom-Aqualle. Bam. Ablenkungsmanöver starten. Hau einfach drauf. Versuch einfach auf ihn drauf zu hauen. Das ist schon eine Nervensache hier. Okay. Okay, okay. Mega schwer. Eine ich finde dich viel schöner. Als in Breath of the Wild. Sei gegrüßt, Balmero. Unglaublich, dass du es bis hierher geschafft hast. Aua. Ich verleihe dir die Macht der Farbe. Für den Angriff wähle Rot. Für die Verteidigung wähle Blau. Was möchtest du? Angriff? Also ich wähle Rot, so wie das Feuer. Ich habe so gemacht. Ich habe Rot genommen. Mhm. Aber was er dir jetzt gleich noch sagt, du kannst auch später wechseln. Ich habe später gewechselt. Möchtest du wirklich das rote Gewand? Ich verleihe dir nun die Macht der Farbe. Schließe deine Augen. Außer das Blaue bringt mich dazu zu schwimmen. Nein. Wie sie gesagt hat, Rot bringt Kraft und Blau bringt Verteidigung. Kraft ist aber, finde ich, besser. Dann sende ich dich nun zurück. Wie gesagt, kann man
wieder ändern lassen. Der Teleporter, den wir jetzt da erhalten haben, ist, dass wir sehr schnell hingehen können und das wechseln. Sehe ich das richtig? Ja, genau. Dass du einfach reingehst, bam, und dann bist du da. Und dann. Okay. Und zeigst du es mir jetzt Labyrinth der Farbe an? Weil du ihn abgeschlossen hast. Ach so. Kann ich jetzt sie töten? Ja, im Heldenmodus natürlich immer blau. Da würde ich auch nicht auf Kraft gehen. So. Jetzt, also so wie ich es gemacht habe, fand ich es ganz gut und so könnte es Romero auch machen. Jetzt bist du richtig stark. Hm. So, wie lange haben wir? Wir haben noch Zeit, oder? Ja. Dann kannst du jetzt zum Tempel gehen. Hier? Ja. Ja. Gut überlegt, ob oben oder unten schneller ist, aber. Kommt jetzt aufs Gleiche drauf an. Also es hat nicht... Wir hatten ja mal ein Spiel, ich weiß nicht, ob das gewesen ist, Ocarina of Time oder so, wo Rot wirklich etwas anderes bedeutet hatte als Blau oder so. Das ist nur für die Kraft... Also wirklich nichts mit Schwimmen zu tun oder so? Nie? Nein, nein, gar nicht, gar nicht. Schwimmen bekommt man wie irgendwie Flossen schwimmen. Oder so. Gut, Schwimmen war, glaube ich... Oh Gott, jetzt will ich gar nichts Falsches sagen. Weil ein Zelda war, wo es wirklich irgendwie mit Schwimmen zu tun hatte, die ja, Farbe glaub... des Gewandes. Boah, ich trau mich gar nicht zu sagen. Ganz locker wie auf Time, wo das mit dem blauen Gewand konnte man schwimmen. Und das Rote war gegen Hitze. Ja, doch, doch, doch. Genau. Oder unter Wasser atmen. Irgendwie sowas. Schwimmen konnte man klar. Hm. Ein lustiger man Fisch. Mach mal bitte kurz die Karte auf. Irgendwo wollte ich dich jetzt hinschicken, aber hab's vergessen. Was war das jetzt? Ah ja, wo war denn das? Ach da. Geh mal bitte nochmal zurück zu Urunga-Steppe. Okay. Stimmt, stimmt, man konnte ja nur so komisch... Ein paar Sekunden tauchen oder so. Aber war das bei Ocarina of Time? Mhm. Mhm. Jetzt gehen wir nach rechts zu. Geh mal dich da ein bisschen umgucken. Okay. Kleine mit Tausch. Oh, ein Schlag, geil. Vorhanden. Ja, schön, oder? Mhm. Da oben kannst du bomben. Was wo? Ah ja. Okay, das habe ich nicht gemeint, aber ja, da kannst du auch bomben. Aha. Das ist nicht das gemeint. Warte, ich gehe trotzdem kurz rein. Mhm. Ah ja, kannst du auch schon haben. Ah, geh weg, geh weg. Geilo. Wir kommen der Sache immer näher. So viel Geld fehlt nicht mehr. Ui. Hast du es zu 100% fertig gemacht, Bolle? Nee, nee. Ja. Ich habe nicht alle Herzteile geholt. Okay. Kann ich das jetzt... Shit, okay. Leider nicht. Geht's mit dem Rücken? Ja, ja. Passt schon. Also, du kannst mir sagen, sonst geben wir uns so irgendwie bis 22.15 Uhr, 30, so in diesem Bereich. Nee, wir machen ein anderes Kissen. Oh. Ah, da, Bomben. Vielleicht lehne ich mich auch einfach mal an. Ich sitze mal hier vorne irgendwie.
Ich sehe es schon, glaube ich. Hä? Hört ihr mich doch? Ja? Ja, ja. Gut. Du siehst es also schon. Ja, ja. Mario ist da. Hallo, Bolmero. Ein schöner Stock, den du hast. Lass mich mal kurz. Klar. Oh nein. Wettenbienen kommen raus. Was denn? Oh nein. Oh Mario. Dieser Trottel. It's me, Mario. Wollte nicht in der deinem Zoodorf der Koch etwas solches ähnliches? Wolltest du mich das überhaupt holen gehen? Ja, du kannst es erstmal machen. Okay. Also wir können die Tauschquest jetzt mal so weit voranbringen, wie es geht, und dann kannst du in die Tempel gehen. Okay. Ist ja zum Glück alles ziemlich easy durch die Teleporter. Wie ist eigentlich die Qualität vom Stream, beziehungsweise wenn du jetzt das schaust und vergleichst mit Discord? Merkt man irgendetwas? Ich oder was? Ja. Gegenüber früher. Also es ist schon deutlich angenehmer. Ja? Ich habe letztes Mal schon gesagt, ich sehe dich auch in HD und das Spiel in HD. Ah, wirklich? Ja. Ah, cool. Also es ist schon deutlich, deutlich besser. Geil. Ah, das ist nicht Koch, sorry. Martade Koch. Oder gibt sie, wenn ich den, was hat sie gesagt? Hibiskus oder so etwas? Hibiskus, ja. Oder muss könnte ich, sein. Werde ich, könnte sein. Ich komme gleich wieder. Was darfst du fragen? Hier auch. Komisch. Ich dachte jetzt vorhin wegen den Farben irgendwie, dass ich da wirklich so ein Glas habe, um dann irgendwelche Sachen zu sehen, aber das war nicht oder ist nicht der Fall. Ich mache es so, also Skype besitzt eine NDI Gott, wo ist der Koch? Das letzte Haus, was du dir jetzt anguckst, da ist er drin. Okay. Via NDI, das heißt, via NDI kann ich sie generell mal in diesen Teil des Streams einbinden. Dann hat OBS die Möglichkeit, mit einem Plugin, das heißt Virtual Cam, mein Screen, den ich hier habe, ihr als Kamera anzuzeigen. Das heißt, sie sieht anstelle meiner Kamera eigentlich dieses OBS-Layout. Und dann über Voice Meter kann ich ihr Audio dann auch rübersenden. Und ja. Ja. Hallo, das ist also Honigwabe, den du hast. Genau das bräuchte ich. Würdest du gegen eine Ananas tauschen? Das wäre ja bärig. Honigwabe gegen Ananas. Ja, das warte ich noch, was das Discord kann. Ich schulde dir wirklich was für diesen köstlichen Honig. Mm. Was meinst du mit, war doch keine große Sache. Stell dein Licht mal nicht so unter den Scheffel. Wenn du nichts Besonderes wärst, würden dich die kleine Marie nicht so ansehen. Also, Ananas. In love. Okay, jetzt kannst du in den Tempel gehen. Was, Entschuldigung? Jetzt kannst du in den Tempel gehen. Aber wir sind noch nicht fertig. Du kannst auch noch nicht fertig tauschen. Es war jetzt nicht? So weit, wie wir voranbringen konnten, ohne Umwege quasi. Also schon Umwege, aber ja. Okay. Ohne neue Gebiete zu sehen, sagen wir so. Mhm.
Dann Heal hoch. Yes. Was ich noch ein bisschen Angst habe, dass sie da nicht hinkommen. Und wir werden es jetzt dann gleich schön sehen. Weil, wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe, ist da etwas aufgegangen, was tipptopp ist, aber ich komme da nicht runter. Ich muss schwimmen lernen. Mm, die Eule hat gesagt, da wo das Wasser weggeht, sollst du runterspringen. Ah, kann ich das? Nein, nicht von hier. Sagen wir mal so. Vielleicht musst du von woanders runterspringen. Aha. Aha. So. Aha. Oh Gott. Okay, warte ich mal zurück überlegen. Da, da. Nee, du bist zu weit oben. Zu weit oben. Zu weit oben? Ja. Hier? Mhm. Okay. Hier, aber. Da ist wieder tiefes Wasser hier. Mhm. Da kann ich nicht durch. Vielleicht gehst du in die Richtung, wo nicht so tiefes Wasser ist. Da? Nein. Da? Ja. Aha, ja, okay, du hast recht. Okay, da. Da eventuell. Da. Da, da. 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 Da rein, da raus, da rein, da raus, so irgendwie. Ich geh mal dahin. Ja, mach mal. Mhm. Oh mein Gott. Leute. Da kannst du eigentlich hinlaufen, da brauchst du nicht unbedingt den Teleporter. Hm, ist ja gleich oben drüber. Ja. Leute, wenn ihr Bolle mal ausleihen möchtet, sie wäre verfügbar. 45 Euro die Stunde und dann zeigt auch sie euch, wo ihr richtig steht und wo es lang geht. Ja. Mhm. Danke, dass du mein Gewerbe sehr gerne. So, unterstützt. Das klingt so falsch. Ah, geil. Ja, oder? Also pro Stunde? Ich helfe euch auch gern bei einem kompletten 12-Stunden-Stream, ne? So ist es nicht. Ja, sie macht gerne Pausenscreens und so. Ja, ja. Na, 24 Stunden. Für 2 Minuten wird es dann 50 Euro pro Minute, weil. Ich muss ja dann meine Kosten reinkriegen und wenn du nur so kurze Zeit mietest, dann muss ich leider mehr verlangen. Deswegen, je länger du mich mietest, desto mehr Rabatt gibt es quasi. Das klingt so also. Falsch. Wow. Wie komme ich da hin? Ist es möglich? Ja. Ah. Nee, so nicht. Also das wird jetzt nicht unendlich Rabatt geben, ne? Oh, geil. 20 Jahre. Nur 20 Jahre. Also ich Robert. Ich glaube nicht, dass du es 20 Jahre mit mir aushältst, Marty. Robert hat gerade für die nächsten 70 Jahre gebucht, also da hat er einen saftigen Rabatt erhalten. Er musste zum Beispiel gar nichts mehr zahlen. Also außer manchmal so kleine Obolus mit Gift-Sachen so. Aber das ist alles immer freiwillig und ja. Geil, Robert adoptieren wir. Okay. Das ist mehr als 4 Felder. Geht das nicht? Jetzt, nein. Okay. Robert, was hältst du davon, wenn sie dich adoptieren? Also Smarty sagt gerade, er will mich kaufen. Quasi. Und
Robert, also wie läuft das? Bleiben wir hier wohnen oder ziehen wir bei dir ein, Smarty? Oder wie hast du dir das vorgestellt? Oh, da ist jemand am Winken. Oh. Du machst quasi Mietkauf. Das geht doch auch. Alles in genau. Ah, geil. Genau. Oh oh. Das ist meine Drohung. Ah, geil, Robert. Ding. Juhu. Okay, wir treiben die Tauschquest voran. Ja, ich habe mich verlaufen, wie gesagt. Jetzt bin ich so erledigt, ich kann mich nicht mehr bewegen. Hast du zufällig Essbares für mich? Aha. Yay. Die Sana sieht ja lecker aus. Ich muss sie gleich essen. Okay. Lecker, ich gebe dir dafür einen schönen Hibiskus. Ah. Bam. Cool. Also wenn du möchtest, kannst du auch Tauschquest weitermachen, wenn du magst. Bin ja in der Oder Nähe. Du gehst erstmal tempeln. Du bist überhaupt nicht in der Nähe. Nee. Du bist am anderen Ende. Okay. Na, aber ich meine vom Tempel in der Nähe. Ich muss jetzt nur runterspringen. Ja, da bist du in der Nähe. Weil wir haben ja gesagt, hier blub. Oh Mann, das regt mich noch auf. Guck dich doch mal genau um. Da reinschießen. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du das von hier unten kannst. Glaube nicht, zu hoch. Und hoch kommst du, glaube ich, noch nicht. Ja. Ich habe jetzt eigentlich für Pfeil und Bogen genug. Soll ich das dann auch mal bei Gelegenheit machen? Oder können, bekommen wir das? Ich überlege gerade, ob wir den jetzt brauchen. Günstiger sogar. Rüber. Könnte sein. Nee, günstiger kriegst du nicht. Aber es kann sein, dass du den jetzt dann brauchen. War das im nächsten? Ich bin einfach gerade ausgelaufen. Okay, da kann ich nicht hin. Sagst Geh du, einfach wie mal in den Tempel. Möchtest. Und dann werden wir sehen, ob wir die jetzt brauchen oder nicht. Und wenn ja, dann holst du sie. Wenn nicht, dann nicht. Okay. Das ist zurück, glaube ich. Ja. Ah! I got it. Das ist der Rückweg. Ah, Wundertunnel. Panik. Gab es diese Medaillen auch schon? Ja, die gab es früher auch. Veggie! Dankeschön! Kannst du kurz, bist du überhaupt im Dings, Bolle? Hä? Hast du die Möglichkeit, einen Danke zu schreiben und Wegepink? Ja, natürlich. Wenn ihr die Jule noch nicht kennt, unbedingt reinschauen. Ganz eine tolle. Na, wie geht's? Hallo Rempler, Jule. Hallo zusammen. Willkommen bei Link's Awakening mit mir und die nette Dame rechts ist Bolle. Hallo, ich bin Bolle. Mir geht's auch gut, okay. Dankeschön. Wir haben recht viel schon geschafft hier in diesem Spiel. Also, ich bin... Hast du das nicht auch, Jule? Ich glaube, du bist das auch im Spielen, oder? Wow, es geht ja easy. Sind in 10 Minuten. Erstmal alle abgrasen hier. Oh.
Nee. Ich nicht, ich hab mir Pimmel. Nee. Das ist... Er spielt... Bolle ist auch mehrere hundert Kilometer für ein Fan von mir. Ich mach das schlimmste Backseat-Gaming aller Zeiten. Quasi live Backseat-Gaming. Genau. Nein, ich versuche ihm nur ein bisschen zu helfen. Aber eigentlich in dem Spiel, muss ich sagen, braucht er meine Hilfe fast gar nicht. Er schlägt sich sehr gut. Wenn er nicht immer übersehen würde, dass er ertrinkt. Ich kann bald bestimmt schwimmen. Ja. Ja, durch mein Backseat-Gaming. Das war durch eine Not. Ihr müsst euch vorstellen, das war früher so, dass Bolle in dem Stream war und vor allem auch bei Zelda hat sie da mitgeschaut und dann bin ich irgendwie wirklich, ich bin nicht gestiegen, was, wo, wie, wann und so weiter. Und sie hat mir Sprachnachrichten gesendet, ohne Ende, so richtig so, Mann, jetzt Gott im Himmel, da rechts ist eine Tür. Öffne diese mal oder was auch immer. Und das war so lustig. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, warum oder wie geht es? Vor allem zuerst wie? Kann ich das irgendwie zusammenbringen? Und dann habe ich da eine Lösung gefunden. Mach mal kurz. Und seitdem ist Bolle ein wichtiger und schöner Part bei allen Zelda-Spielen. Mhm. Aber nee. Spielen kann sie leider nicht. Das wäre noch das Geilste, wenn wir das irgendwie... da müsste quasi... ich weiß nicht, würde es überhaupt gehen, wenn ich hier bei mir spiele und du streamst? Das geht doch gar nicht, oder? Das ist, glaube ich, gar nicht möglich, oder? Also, wenn du die Steuerung übernehmen könntest, wäre das natürlich eine Möglichkeit, aber da du nicht auf das Switch-System zugreifen kannst. Glaube ich nicht, dass das geht. Das stimmt. Irgendwann erfinden die bestimmt noch Controller mit Remote-Funktion. Ah, ja. Und dann... Ja, ich meine, PlayStation macht das ja schon. Mit diesem Dings-Play. Ja, also das geht. Das geht. Von dem her würde es mich nicht wundern, wenn das irgendwann mal geht. Oder einfach wie der Nintendo sagt, nö, ich will nicht. Ich will nicht. Okay, jetzt konzentrieren da. Los. Also ich habe einen Schlüssel zu wenig für da rein. Und da vielleicht irgendwie. Muss ich da hin? Geh doch mal hin und guck einfach. Da war ich ja vorhin schon. Aha! Oh Gott. Ich wollte dich gerade schon anschreien. Die ganze Zeit versuchst du über fucking... Ja. Ja, Hut ja. ...zu springen und jetzt versuchst du es nicht, oder was? Dieser Block ist also brüchig. Vielleicht kriegt man ihn irgendwie kaputt. Und bei dir, Jule, was habt ihr Schönes gespielt? Wie war euer Stream? Schlüssel. Top, dann komme ich da hin und vielleicht jetzt schon jetzt hoch. Wow. Kann ich den irgendwie... Ah, der landet. Wie war jetzt das genau? Na, wenn er landet, dann kannst du ihn hauen. Ja. Muss ich die alle? Ne, vielleicht. Hier würde ich jetzt auch wieder bomben. Nee. Aber ich habe doch gesagt, das ist eigentlich alles markiert. Ja. Eine Bombe liegen. Ich mag mich erinnern an den Stream da im einen Tempel, von dem her. Ja, habe ich gesagt, das sieht man von der anderen Seite. Hallo Jamiro. Hallo Jamiro. Aber Flotsam. Uff. Den Weg haben wir schon ein bisschen mit uns gequatscht. Geilo. Sag mir nichts. Was ist das für ein Spiel? Was geht's da? Ich hab auch noch nie davon gehört. Aber geil. So.
Okay. Weiß ich schon mal, wo lang. Aber ein Gegner ist auch gleich runtergefallen. Ach so, deswegen. Ich bin gerade schon gewundert, warum da zweimal das Geräusch war. Aha. Man muss eine Stadt im Meer treiben. Okay. Also ein Indie-Spiel oder muss ich mir da vorstellen? Ist das so ein cool. Aufbauspiel dann quasi oder hat man auch irgendwelche Story oder Aufgaben oder so, wo jetzt man sagt, oh, du musst jetzt, wenn du dein cooles Floß gebaut hast oder deine Stadt, dann musst du noch Zombies jagen oder so. Keine Ahnung. Du weißt, was ich meine. Komme ich noch in den Genuss, dass ich schwimmen kann nach diesem Tempel? Ja. Hole ich diese Truhe da später? Die holst du, wenn du schwimmen kannst. Gut. Ja. Ah, Early Access, ja, okay. Dann kann es ja noch... Ah, okay, geil. Geh weg. Nee. Jetzt glaube ich, gehe noch mal hoch. Okay. Oder? Ja, mach. Ja. Bam. Wie was denkst? Wie gefällt dir der Breath of the Wild? Ui, shit. Jule. Ja. Vor allem, gibt es schon einen Release? Nein. Vom Zweier? Nicht? Okay. Das Funkeln der Platten ist das Rätsel des Rätsels Lösung. Mhm. Schöne Musik. Schön beruhigend. Ich muss mich nicht erinnern an den Skyward Sword Soundtrack, aber mich erinnert die Musik hier immer so an Bardo, seine Musik, wenn der irgendwie auftauchte. Der hat auch immer so ein... Okay. Komisch. Okay. Halt, was man da so hört. Ja. Das erinnert mich immer so sehr dran. Yeah. Autsch. Er macht den Kleinen kaputt. Also jetzt habe ich das rote Gewand plus Teil der Macht und das verstärkt mich noch mehr, oder sehe ich das falsch? Ich glaube schon, ja. Es fällt nur bei den kleinen Gegnern nicht so auf. Okay. Bam! Ja, fast. Welches ist für dich das Beste, Robert? Ja, oh. Definitiv. Es ist ein Super Saiyajin. Oh. Oh. Oh, nö, oder? Aber das kann ich noch nicht machen. Also ich glaube, ich kann es noch nicht machen. Ja, genau, Snapple. Vergiss es doch, du kannst da noch nicht lang. Aber es wäre so schön gewesen. Aber es geht halt nun mal nicht. Du kannst nicht mal haben, was du willst. Doch. Nein. Where? Also hier Schlüssel, da Schloss oder da Schloss. Ich glaube, ihr da zuerst. Dann da Schlüssel oder so etwas. Genau. Hast du schon Epona geholt, Jule? Kannst du die überhaupt haben? Die kann man ja nur mit dem Amiibo haben. Oder? Ja, das ist trotzdem schon etwas. Ups.
Okay, Boss. Da, klar. Und das kommt irgendwo her. Also man kann ja ein ähnliches wie Epona und dann einfach die Epona taufen, oder wie meinst du? Ja, aber man kann ja auch richtig Epona haben. Ah, man kann nicht, aber richtig. Aber kann man, glaube ich, nur mit den Amiibos haben. Mm. Ah ja, okay. Ganz was, Jula? 222 Amiibos? 22! Aber Moment, gibt's nicht mehr. Doch, aber es gibt, glaube ich, 22 Zelda-Amiibos. Allein von Zelda. Oh mein Gott, ein hässliches Ding. Ich weiß das, weil alle hier bei uns zu Hause stehen. Lustig. Ha, er hat gebremst. Das ist deine Zecke, oder? Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Okay. Bam! Ein Wasserkäfer. Hm. Sieht aus wie eine hässliche. Ja, da weiß jemand Bescheid. Oh, Hilfe, Hilfe, nein, nein, nein. Gleichfalls, danke schön. Schön warst du da. Danke nochmals für den Raid. Und bis bald. Schönen Abend noch. Oh, oh, oh. Oh, kann man rüberspringen? Du hast die Schirmpflaster erhalten. Yes. Endlich, oh. endlich. Das ist so wichtig. Ah ja, das ist ja klar. Da bin ich aber auch drauf gekommen, Smarty. Also das, ui, was ist das? Aha. Muss ich nochmal zurück? Nee. Nee, das ist nur... Ah, so ein Testding. Nicht dein Ernst, wie süß sieht das aus, bitte. Okay. Das heißt, ich gehe doch noch kurz hier zurück. Vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob ich da hinkomme. Jetzt noch. Hm? Ah ja. Gut, gut, gut. Nein, nur noch diesen Sound. Oder oh Mann! Kann er irgendwann mal noch fliegen oder so? Oh, er kann nicht. Ja, fliegen? Nö. Reicht, dass du schwimmen kannst und springen. Fliegen ich musst du. Ich sammle jetzt ja nicht. Geld ohne Ende. Ja, das ist gut. So. Das habe ich, das habe ich. Dann. Hier habe ich keinen Schlüssel. Muss ich zu diesem Bereich, wo da die leuchtenden Dinger waren. Und die waren. Hier in diesem Raum. In diesem Raum komme ich, wenn ich da hochgehe, da runter. Wo bin ich da schon wieder hoch? Ah nein, hier. 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 Okay. Kann ich das jetzt holen? Ja. Ah. Er kann mit Flossen plötzlich auch tauchen. Ja. Wenn man schwimmen kann, kann man auch tauchen. Du warst auch noch gar nicht in der Treppe da drin, richtig? Nein, war ich noch nicht. Okay. Geh ich gleich. Okay. Alles eins nach dem anderen. So. Okay. Das, das. Das. Fuck. Das, das. 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 Und bam. Yay. Ah.
Noch eine Tür. Noch eine Treppe. Meicher. Du bist lustig. Du auch. Ja. Eine witzige Animation, sie ist so verzögert. Ist nicht so ganz so rund. Welcher meinst du? Wenn er sich dreht, wenn er in der 2D-Front ist. Ja, das stimmt. Der sieht dann auch so platt aus immer, finde ich. Ja. Jetzt komisch. Aha. Ich glaube, jetzt kommt der Teil, wo Bolle gesagt hat, da ist noch eine Treppe. Warst du da schon? Vielleicht. Oh. Vielleicht nicht. Ich weiß es ja nicht. Marco. Jetzt hören wir dann gleich auf. Ja, wenn der Tempel fertig ist, dann. Eigentlich, wie gesagt, ich bin eigentlich gar nicht müde so richtig, aber. Oh, da fehlt mir einfach gerade ein bisschen Sauerstoff. Irgendeinmal ist auch jeder ein bisschen müde. So. Da war ja noch was. Geil gemacht. Wow. Oh fuck. Ah. Ich dachte, man ist gleich tot. Nee, nee. Gott sei Dank nicht. So. Haben das wir heißt, alle Truhen? Ja, sogar. Okay. Kann ich jetzt da runter, da rüber, da hoch und da rein. Nein, hier rein. Ja. Ja. Ah, das ist der, der hier runtergefallen ist. Ja, das genau. Das Wasser. Oh. Aber hier kann ich mein Schwert benutzen in der 2D-Ansicht. Schräg. Ja, ist halt komisch. Ein bisschen. Aber die kennt man auch, oder? Die Gegner? Jetzt habe ich mich nicht geachtet, das war kurz. Mhm. Jetzt sind sie noch nicht da. Ja, Chips. Okay. Was war denn hier der Bus? Der Boss ist sehr lustig. Okay. Dann auf zum lustigen Boss. Ja. Okay, noch nicht auf zum lustigen Boss. Zweiter Boss. Yes. Nicht dein Ernst. Ah, doch. Cool. Blubber, 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 blub. Futter, blub, blub, blubber. Piranha Killer. Ah, das ist der mit dem Leuchtding da. Das ist eigentlich auch so easy. Eigentlich sind alle Bosse hier super easy, finde ich. Ich glaube jetzt nicht einen, der richtig scheiße schwer war. Außer der Robo-Boss. Ja, gut, der ist ein bisschen knifflig. War's schon. Also ich hatte in meinem Leben schon viele Zeldas gespielt, aber waren definitiv. Gut, du hast jetzt viel, auch viel schwerere, das stärkere Schwert, aber. Das kann sein. Ist halt
Der war jetzt nicht wirklich eine Bedrohung. Nur ein bisschen raufhauen und fertig. Ein bisschen ausweichen und das war's. Hä? Okay. Dann halt nicht. Nein, aber cool, mit dem Messel der Ansicht. Mhm. War das in im Original auch so? Ja. Oh Mann, haben die keine neuen Ideen reingebracht? Nichts, wo man kann sagen kann, ha, das ist neu. Du hast die Neptunharfe erhalten. Hm. Yeah. Bucht, dein Weg führt zur Bucht, ich zur Bucht. Der neue Titel für das nächste Mal. Yeah. Aber eine Sache machst du noch. Und zwar schwimmst du mal da rein. Das Fische. Einen großen Fisch. Ich bin Manbo, Kind des Sonnenfischs. Hast du schon eine Ocarina gefunden? Gut, dann kann ich dir jetzt meinen Song beibringen. Blub! Ach, nee, dann jetzt. Nein, oder? Nein! So richtig japanisch. Ja. Mega, ultra mega. Japanisch. Ja. Aber dieses Lied wollen wir haben. Okay. Geil. Du hast nicht gelesen. Doch, bei Teleporter. Aha. Entschuldigung, probier es auch einmal im Labyrinth aus. Ja! Ja, du kannst jetzt von mir. So erlaube ich dir auch noch, den Mandos Thais zu teleportieren und Mambo. Was? Was? Du kannst jetzt von jedem Punkt im Spiel aus zu einem Teleporter. Yay! Yeah! Das ja! Ich habe es gelesen, aber nicht vorgelesen. Entschuldigung. Also, das heißt, jetzt kann ich mit der Mambo Mambo, mein Mann. Kannst du jetzt zum Zoodorf? Jetzt? Tada. Aha. Kannst du dir die Büstefüß noch abgeben? Bam! Machen wir. Jetzt häng ich fest. Ich dachte, das ist eine geile Idee, das Kabel hier beim Mikrofon anzuhängen, aber es schränkt mich ein bisschen ein vom Wegrutschen. Was bist du? Wer bist du? Das ist neu. Ein Geist. Er folgt mir. Vielleicht mag er dich. Weil jetzt die Frau war, glaube ich, hier, wo eine Blume auf dem Dings drauf ist, glaube ich. Nö. Yep. Da hat es noch Blümchen. Falsch aus. Gott im Himmel, nein, wirklich. Und folgt mir der jetzt immer überall hin? Ja. Das ist ein neuer Sidekick. Okay. Oh, wie du hast schon Luft geholt. Oh, wie entzückend von dir. Du hast mir einen Hibiskus mitgebracht. Bam. Lady. Wenn du so ein Kavalier bist, könntest du mir einen Gefallen tun? Könntest du für mich einen Brief zu Dr. Wright bringen? Er lebt am Rand des Zauberwalds. Bitte. Haben Sie schon gewonnen? Du hast was schon mal bedient. Okay. Du hast deine Übersung in den Brief der Ziege getauscht. Yeah. Mann! Was will der Geist? Geh weg. Aber wenn er hier drinnen gemacht hat vorhin. Boing! Und das nicht. Wo ist das denn?
Du? Hä? Ist hier drin etwas? Ja. Ich sag jetzt mal noch nichts. Manchmal habe ich Heißhunger auf ein leckeres Stück Papier. Dann esse ich sogar Briefe von meinem Liebling Dr. Wright. Okay. Das ist mir echt peinlich. Okay. Okay, kriegst du später, glaube ich. Normalerweise kriegt man das, wenn man die anspricht, doch mal. Aber ich glaube, das geht erst, wenn du den Brief abgegeben hast. Also dann so sagt, oh, danke, so. Oder so, keine Ahnung. Was mehr. Und jetzt zu Dr. Wright. Ja, kannst du noch machen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeug. Ganz bisschen. Am Rande des Zauberwaldes. Was jetzt? Ist das hier? Mm-mm. Oder hier? Mhm. Oh, da ist ja der Zauberwald. So viele Ränder haben wir ja nicht davon. Ja, ja, aber es steht nicht angeschrieben. Das ist noch schwierig. Ja, ja. Aha. Man vergisst halt, wo der ist, dann schon. Mhm. Nein, er folgt mir tatsächlich. Ernst jetzt, geh weg! Ja! Du bist jetzt verflucht! Oh, kauf! Wenn du schon mal hier bist! Ah, der Pfeil. Ja. Und nein, Staffels, wir klauen nicht! Boah. Cool. Oh, Entschuldigung. Meine, hier steht's wenigstens, aber sonst. Ich denke, wenn du die Karte genau anguckst, dann kommst du schon drauf, wo das Haus sein könnte. Mhm. Gut, da war ich noch nicht. Ja, da ist auch noch was. Stimmt. Da war ich ja, kam ich ja damals nicht. Genau. Wie viel hast du jetzt vergessen? 20. 20, okay. Ich weiß gar nicht, wann es das nächste gibt, aber mach einfach mal. Wichtig sind auf jeden Fall die Zahl 40. Also wir brauchen noch mal so viele. Das ist eine sehr wichtige Zahl. Ich bin schon sehr gespannt, was es dann gibt für den, für das. Mhm. Alles gut, Pew. Zock mal. Ja, der hat uns ja gesagt, schade, niemand und schreibt und irgendetwas, genau. So hat er gesagt, ja. Und der hat auch einen Vogel. Okay. Was ist das? Ein Brief? Für mich? Schnief, das ist ja toll. Und sieh doch, mit einem Foto. What the? Wirklich? Ja, also mehr Mario-Anspielung geht nicht. So. Sie ist ja so hübsch. Warte, ich muss dir irgendetwas für deine Mühe geben. Moment. Diese Besen ist alles, was ich habe. Wäre das in Ordnung? Yeah. Das Lustige ist, im Original stand unter dem Bild sogar noch Christine Herz. Nein. Geil. Oh, so cool. Der Geist triggert mich ein bisschen. Wie kriege ich den weg? Hm. Ah, warte, ich habe jetzt den. Aber du kannst jetzt nochmal bitte runtergehen, weil du hast es überhört. Oh. Go, go. Go, Boosters. Go, Boosters. Tada. Rup, rup.
Kann man das Spiel auch ohne die Muscheln beenden oder so? Oder ist das wirklich ja, natürlich. Ultra das geil optional. Und wichtig? Und nee, nee. Es ist was, was man haben will. Okay. Wohin gehe ich jetzt? Für das nächste Mal. Wusstest du, wo der Besen abzugeben ist? Nö. Nö. Okay, warte mal kurz. Wo müssten wir jetzt hin? Ah ja, da. Mhm. Können wir schwimmen? Aha. Mhm. Mhm. Ah, ich komme jetzt natürlich auch in diese Orte hier. Kann da rumschwimmen. Naja, du kannst und jetzt auf jeden Fall nächstes ja Mal gesagt, einiges holen. Hier im Zoodorf war jetzt hier unter der Brücke. Also hier. Mhm. Machen wir da das nächste Mal sicher hin. Ja. Dann kann ich vermutlich hier. Nein, kann, ah, vielleicht hier so unten durch. Da das nächste Mal hin. Mhm. Da kann ich jetzt weiter. Mhm. Und da komme ich sicher auch irgendwie jetzt durch. Also. Ja. Es ist auf jeden Fall erstmal genug, dann zu holen, quasi. Tipptopp. Dann teleportiere ich mich ins Zoodorf, damit wir das nächste Mal das starten können. Hier ist gut. Ja, ist eine gute Idee. Tipptopp. Ciao, Geist. Du kriegst mich nicht. Nicht mit uns. Ich sehe es schon. Kommt der noch? Tatsächlich. Ah, geil, okay. Ja, dann machen wir das nächste Mal. Ja, das nächste Mal hier weiter mit 3, 6, 9 Herzen, 4. Das heißt, wir sind ziemlich in der Mitte des Spiels. Ja, das, wir sind genau in der Mitte des Spiels. 8 Instrumente cool. Gibt es ja. Yes. Ja, Entschuldigung. Im Zelda-Spiel kannst du hole uns die 8 und dann die 3 Rubine in 3 Farben. Und wenn du die 3 Farben hast, dann bitte noch die 3 Fleischplatten. also das ist nie sicher, ob da wirklich alles und so weiter. Nee, nee. Ja, doch. Okay.